Einen wunderschönen guten Tag, Hauptmann Alex, mein Name, eingesetzt im Amt für Irisenentwicklung für die Weiterentwicklung von unbemannten, bodengebundenen Fahrzeugen. Ich nehme mich heute mal mit und stelle euch ein bisschen den Themis vor, zeige euch, was der Themis kann und zeige euch, was hinter dem Themis eigentlich technologisch steckt. Zu den harten Fakten. Der Themis wiegt 1,6 Tonnen, hat eine maximale Zuladung von 1,2 Tonnen und ist hybrid angetrieben. Der Antrieb der einzelnen Ketten läuft hierbei voll elektrisch. Die Elektromotoren und die Batterie wird parallel geladen über einen Dieselgenerator. Den hier kommt einfach mal rum, den ihr hier auf der Seite findet. Hier der Dieselgenerator, einfachste Technik, die auch durchaus zu finden ist in der einen oder anderen Rüttelplatte. Super robust, super zuverlässig, Haken dran, läuft einwandfrei. Auf dem Themis derzeit montiert ein kleiner Versuchsträger, hier eine Recheneinheit, auf die verschiedene Algorithmen für automatisierte Betriebe gespielt werden können und dann dementsprechend getestet werden können. Auf der zweiten Kette, auf dem zweiten Laufband hier zu finden, eine Batterie, 400 Kilo in Summe, welche das Fahrzeug rein elektrisch bis zu 1,5 Stunden antreibt und in Kombination mit dem Dieselgenerator bis zu 15 Stunden. Wenn ich natürlich ein bisschen Diesel dabei habe, kann ich auch den Dieselgenerator dementsprechend auffüllen und das Fahrzeug quasi unendlich lang betreiben. Ihr seht die Antennen auf dem Fahrzeug montiert. Das Fahrzeug hat eine Funkreichweite von 1 Kilometer bis 1,5 Kilometern. Das heißt, der Soldat kann irgendwo in einer Deckung stehen und das Fahrzeug teleoperiert betreiben. Er kriegt dabei ein Bild übertragen auf ein kleines Tablet, welches generiert wird durch die Kameras, welche an jeder Ecke sich des Fahrzeuges befinden. Und er in Echtzeit das Fahrzeug über den Joystick in Kombination mit dem Bild auf dem Tablet steuern kann. Last but not least, ich sprach es an, 1,2 Tonnen Zuladung. Das heißt, in der zukünftigen Entwicklung von dem, was der Infanterist mitführen kann, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich habe unfassbar mehr Payload und ich kann den Einsatzwert des einzelnen Soldaten um ein erhebliches Maß steigern.